für die Tätigkeit hier ist es eigentlich am wichtigsten, dass man erstens mal freundlich ist, dass man mit den Kunden umzugehen weiß und jeden Kunden einfach zu vermitteln, der vor mir steht, ist jetzt wichtig und alles andere dahinter spielt keine Rolle. Ich bin die Daniela, ich arbeite hier bei den Stadtwerken Bayreuth im Herzen von Bayreuth am ZOH und bin im Kundenservice Verkehr tätig. Meine Kollegen kümmern sich um Energie und Wasser, während ich mich persönlich um die Belange im Busverkehr kümmere. Ich versuche, die Probleme, die bei uns vielschichtig sind, schnell unbürokratisch zu lösen. Zum Beispiel, wenn ein Schüler seine Busfahrkarte verloren hat, dass ich ihm helfe, Ersatz zu bekommen oder, wenn sie bei uns abgegeben wurde, zurückgebe. Die meisten denken immer, wir verkaufen hier nur die Fahrscheine und denken gar nicht drüber nach, was eigentlich noch da dran hängt. Wie zum Beispiel der Kontakt mit den Busfahrern über den Funk, wenn Sachen verloren gegangen sind oder liegen geblieben sind im Bus, dass wir versuchen, die Kollegen eben zu erreichen und zu sagen, pass auf, das oder das könnte bei dir im Bus liegen. Wann bist du wieder am ZOH? Wir schicken die Kunden zu dir. Das Besondere für unsere Kunden ist, denke ich mal, wenn sie hier sind, egal ob sie sich jetzt mal nicht auskennen, nicht wissen, wo sie hinkommen, dass wir immer versuchen, ihnen zu helfen.